findet ja permanent neben uns statt. Im Grunde genommen, je bewusster ich das mein Umfeld beobachte, umso einfacher lassen sich Trends erkennen, umso bewusster ich zuhöre und bewusster ich auch zusehe, umso mehr lassen sich Trends erkennen und herausfiltern. Und natürlich auch das geschulte Auge, also sprich natürlich auch gewisse soziale Medien und sagen wir Modestädte, Filme, Fernsehen, Musik ist ein großer Parameter auch. Und aus diesen vielen Parametern, aus diesen vielen Möglichkeiten kann man dann ganz gut Strömungen erkennen. Der Clip-Trend an sich ist, wir wollen bewegtes Haar zeigen, wir wollen Haar zeigen, das nicht statisch ist, das einfach lebendig bleibt, auch was die Farbgebung betrifft, nicht zu statisch, nicht zu block, es sollte lebendig sein, es sollte im Grunde genommen die Textur unterstützen, den Typ unterstreichen und doch, sagen wir so, die Möglichkeit haben, wo man spielerisch in Varianten von sehr kommerziell bis hin zu ein bisschen edgy arbeiten kann. Was die Farbgebungen betrifft, also wir haben von Brünett bis hin auch, wo man sagt, sehr dieses Spielerische mit Farben, das kann man auf dem Street Style in London sehr gut erkennen, dass wiederum so wie in den 90er Jahren einfach so ein bisschen mehr Farbe auch wieder unter das Volk kommt. Und ich denke mal, da sind wir sehr gut aufgestellt und das wird auch den Kunden sehr gut gefallen. Fashion Team ist eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, neue Herausforderungen sein können, unter Beweis zu stellen und natürlich immer up-to-date sein, was ist aktuell auf der Laufstiege und Trends. Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit mit Mario Kranke genial, weil wir können total viel von ihm lernen, also totale Inspiration für uns, also Koryphäe auf dem Gebiet. Und wir und die Mädels im Fashion Team sind aber auch wirklich begeistert, dass wir eben dabei haben als Kreativdirektor. Und ich denke, dass wir uns wirklich sehr weiterentwickeln, was das betrifft. Das Fashion Team ist eigentlich das Gesicht vom Clip nach außen. Das sind die kreativen Köpfe von Clip, die verantwortlich sind für die kreativen Bilder, für die Shootings, für die Filmchen, die gemacht werden. Und ja, ein ganz kreativer, bunter Haufen und denen der Beruf sehr viel Spaß macht.